Hallo und willkommen zurück bei Deus Ex. Wir verstecken uns noch immer hier vor der Polizei und wir müssen irgendwelche Informationen beschaffen. Was für Informationen waren das nochmal? Mal eben schauen. Nein, ich gehe zu weit. Da sind doch die Einsatzziele. Genau. Ja, mit Smiley müssen wir reden. Ja. Trotzdem, und wir brauchen diese Beweise. Wir müssen die Beweise sicherstellen. Die sind nur 37 Meter Ein entfernt. Opfer, das wir noch nicht gefunden haben. Ah, den können wir jetzt nicht umsmashen, weil da steht der andere Typ. Oh, geh doch mal weg. Okay, bleib da stehen. Will ihn schon nicht entdecken. Ja. Ist neugierig geworden. Er entdeckt uns nicht, er entdeckt uns nicht. Oh nein. Okay, er hat uns gesehen. Toll. Nein, direkt neu laden. Ja, das fing gut an. David Seraph. Ich finde, er sah im ersten Teil besser aus. Sein neues Design gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Er hatte vorher viel mehr Charakter. Er hatte was von Vince McMahon. Ja, aber er sah nicht so aus wie so ein. Ach nein, warum stehe ich denn auf? Ich werde bekloppt. In den ersten anderthalb Minuten zeige ich schon, was für ein absolut geskillter Pro-Gamer ich bin. Immerhin sind die Ladezeiten jetzt aktuell nicht so lang. So. Was haben wir denn in diesem Waffenkoffer? EPM-Schrotmunition. EMP. Eine Rauchgranate, die nehmen wir mit. So, der Typ dreht sich jetzt ja direkt um. Dann kommt der von da hinten. Schleichen. Oh, sie hat uns fast entdeckt. Was ist in diesem Waffenkoffer? Elektroschockpfeile Astrein. Eine EMP-Granate. Ah. Jetzt hat man etwas nasales Gerede. Noch nasaler als sonst. Bin dezent erkältet. Ach, der guckt immer noch. Hör mal auf zu gucken. Ja, genau, dreh dich um. Jetzt kannst du dich umdrehen. Oh. Okay, sind nur die beiden. Komm, Mann, geh weg. Okay, der steht mit dem Rücken zu uns. Er ist gezeichnet. Nicht genügend Energie. Oh oh, oh oh, hier stehen wir aber ganz schlecht. Oh. Gute Nacht. Jetzt haben wir hier noch irgendwelche alternativen Routen. Wo liegt denn jetzt? Wo liegt der Typ denn jetzt? Nein, oh, er muss weg. Ziehen. Hier wird er sofort gesehen. Oh, hier doch auch. Ab in diese dunkle Ecke. Nein, komm! Ach, verfluchte Ragdoll Engine. Boah, das war mega knapp. Oh, das war schon wieder so knapp. Wer hat uns denn jetzt fast gesehen? Die Zeitschriften gucken mich an. Und dann dürfen wir nicht her. Tja, nein, ich habe das Band kaputt gemacht. Wir sind so nah dran. Ich könnte mich natürlich unsichtbar machen. Da haben wir hier nicht irgendwie einen Booster oder sowas, womit ich meine Batterie aufladen kann. Geht das hier mit? Nein, das war für was anderes. Ich hätte mir vielleicht durchlesen sollen, wofür das ist. Munition, Munition, Splittergranate, Schockgranate, Wein, dunkles Bier, Mauer, Pilze. Verdammt, ich bin Alkoholiker. Nimm mir nur die falschen Sachen mit. Ich habe auch nichts, was
dass man eine Batterie aufladen kann. Ah doch, dann eine Biozelle. Und zack. Astralen. Jetzt machen wir uns unsichtbar und rennen daher. Ja, wenn Robocop weggelaufen ist. Unsichtbar. Boah, frisst das eine Energie. Und zack. Und wir sind drin. Sind hier noch Gegner? Ne. Astralen. Jetzt können wir hier Beweise sichern. Krühebehälter? Nein. Weckling. Smiley, ich hab den Scan. Ja, sehr gut. Bringen Sie ihn in mein Büro. Mal sehen, ob ich recht habe. Verstanden. Ah, der Controller hat wieder mit mir gesprochen. Hier war doch auch... Ah, es ist zu schwer. Oh oh. Wir sind zu laut. Wir müssen da rein. Vielleicht mit einem neuen Praxiskit können wir uns ein bisschen... Ja, möchte ich. Ja, jetzt können wir das auch hochheben und können die abhauen. Idioten! Ich bin jetzt 10% Gehirn und 90% Boxer! Sie verlassen eine Sperrzone. Das war ja easy. Giftgas? Habe ich hier schon diese... Nein, 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 ich sterbe. Ich sterbe, ich sterbe, ich komme hier nicht raus. Hallo? Stenzen? Nein! Nein! Nein, Mann! Ah, nein! Ich fasse es nicht. Vielleicht hätte ich in dem Moment einen Rückzieher machen sollen, als ich gesehen habe, dass alles voller Giftgas war. Vielleicht hätte ich mich davon überzeugen sollen, dass meine Augmentierung ausreichend ist. Ach. Ja, sehr gut. Bringen Sie ihn in mein Büro. Mal sehen, ob ich recht habe. Verstanden. Ach, jetzt muss ich. Wir machen es jetzt anders. Wir geben uns jetzt hier übermenschliche Superkräfte. Chemieresistenz. Oh, zwei Praxiskits. Können wir da nicht irgendwas anderes wieder wegnehmen? Es geht nicht, oder? Nee, das ging nicht. Das heißt, wir müssen so wieder raus, wie wir reingekommen sind. Toll. Oh. Überspringen. Wir rennen einfach raus. Ich sehe nichts. Oh, das war jetzt nicht so die galanteste Lösung. Ah, die wissen nicht, wo wir sind. Rennen jetzt hoffentlich alle nach da vorne. Oh, sie haben uns entdeckt. Renn, Jensen, renn! Lauf! 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 Ja, so spielt man Deus Ex richtig. Jetzt bin ich wieder drin, ne? Aha! Wo laufe ich denn hin? Hier muss ich hin. Schnell mit dem Zug wegfahren. Astrein. Wo ist Smiley? Da ist Smiley. Und weg sind wir. Ja, das haben wir geschafft. Übrigens, diese kleinen Videosequenzen übertünchen eigentlich nur die Ladezeiten. Habe ich das schon mal erwähnt? Ein Schelm, der behaupten würde, das lief ohne größere Vorkommnisse. Aber es lief
gut, wir haben das bekommen, was wir haben wollten. Wir sind nur zwei, dreimal gestorben. Wurden auf dem Hinweg nicht mal entdeckt. Das macht immer die Sache viel einfacher. Schön ist, dass diese ganzen Leute auch einfach, die haben ja ausgeprägtes Alzheimer-Syndrom. Das heißt, die haben uns jetzt schon wieder vergessen. Oh, er nicht. Was willst du denn, Schweinenase? Vemte si je a vypadněte. Až příště pojedete metrem, použijte vagon pro Augy. Máme svých problémů dost i bez takových potížistů, jako jste vy. Was haben Sie getan, Jensen? Die Staatspolizei meldet einen weiteren Angriff am Bahnhof durch einen augmentierten Terroristen. Sie haben die Beweisaufnahme gestört. Verdammtes A! Ich befehle Ihnen, unsere Psychologin aufzusuchen. Ozen erwartet Sie in Ihrem Büro. Verstanden. Ich muss sowieso zu Smile. Beeilen Sie sich. Cheng hat nämlich eine neue Spur in den Intellicam-Aufnahmen gefunden. Sie belastet die Ark und führt nach Gollum City. Was ist denn Gollum City? Der Gollum City wird natürlich auch wiederum zu Prag passen. Dort ist doch die Legende von dem Golem entstanden. Hey Babe, hör mal auf zu rauchen. Bekommt ihr nicht? Alan, ich habe endlich den Flüsterchip-Mitschnitt entschlüsselt. Pures Gold, Mann. Das musst du hören. Ich bin gerade beschäftigt. Sag mir, wo du bist, dann komme ich, sobald ich kann. Im Daphne-Viertel gibt's eine alte Limb-Klinik. Geschlossen, da ist keiner mehr. Dort findest du mich. Cool. Ich habe einen Code erhalten. Weshalb? Warum? Wieso? Was? Achso, wahrscheinlich für die Limb-Klinik. Jetzt kriegen wir richtig Ärger. Oh ja, jetzt müssen wir aufs Sofa. Adam, ich bin die Lara Ozen. Freut mich, dass Sie zu diesem Gespräch gekommen sind und... Naja, Sie hören das heute wahrscheinlich von jedem, aber ich muss fragen. Sind Sie okay? Ich habe die Bilder vom Bahnhof gesehen. Dabei gewesen zu sein muss... Ein Traum gewesen. War ein Traum. Ein absoluter Traum. Nein, das war Sympathie. Das hier ist ein Standardgespräch, um die Einsatzfähigkeit von Agenten zu bestimmen. Hier, für Sie, aus der Arzneiausgabe. Sie geben mir noch Opozin? Hören Sie, Doc, ich wurde von einem Terroranschlag überrascht. Ich habe vielleicht ein wenig überreagiert, aber das heißt nicht, dass mein Körper meine Augmentierung abstößt. Stimmt, aber traumatische Erfahrungen können wie ein Hornissennest im Immunsystem sein. Patienten mit Neuroprothesen... Würden Sie mir glauben, wenn ich sage, dass mein Körper mechanische Implantate nicht abstößt? Nein, aber ich will in diesem Raum absolute Offenheit, also... Wenn ich Ihnen glauben soll, dass Sie ein medizinisches Wunder sind, dann tue ich das. Bitte, nehmen Sie Platz. Ich habe Ihre Akte gelesen. Ziemlich interessant. Können wir über einiges aus Ihrer Vergangenheit noch Nein. reden? Wird das lange dauern? Ja. Hier steht, dass Sie in Detroit bei SWAT waren, aber 26 zur Sicherheitsabteilung von Serif Industries gewechselt haben. David Serif war das Zentrum der Augmentierungsdebatte in Amerika. Ach ja, komm, wir legen es offen. Hat für sehr große Kontroversen gesorgt. Richtig, ich habe einige seiner Interviews gesehen. Er glaubte felsenfest an Humanoptimierungstechnologien. Ob der Zwischenfall seine Ansichten geändert hat? Es sah damals ganz und gar nicht danach aus. Sie waren also bei ihm in Panchaya, als sich der Zwischenfall ereignete? Zum Punkt kommen, ja. Ich erinnere mich nicht. Angeblich wurde ich aus dem Meer gefischt, aber für mich liegt dieses Jahr nur im Nebel. Ihre Erinnerungen kommen vielleicht irgendwann zurück. Und meine Tür steht immer offen. Das war ein echt langes Gespräch, Doc. Werde ich nicht. Trotzdem danke. Sie haben großes Glück, am Leben zu sein. Aber ich bezweifle, dass die Welt, in die Sie zurückgekehrt sind, Ihnen dieses Gefühl vermittelt. Sie sind jetzt der Feind, was mich zu meiner nächsten Frage bringt. Noch hat sich niemand zu dem Anschlag auf Rusika bekannt, aber das Votum zur Humanrestitution steht an und es ist kein Geheimnis, dass Prag zum Symbol für die legale Unterdrückung von Augmentierten geworden ist. Und die Augmented Rights Coalition lagert vor der Hintertür, um alles auffliegen zu lassen und sich zu wehren.
Der Großteil der Welt hält sie für Terroristen. Sollte sich herausstellen, dass sie schuldig ist. Sie haben auch Augmentierung. Wie werde ich mich fühlen? Es geht nicht um Optishimmel. Es geht nicht um Optis gegen Natürliche, die Lara. Es geht um Terrorismus. Und für mich gibt es keine Entschuldigung für den Mord an Unschuldigen. Niemals. Und wenn Talos Rucker seinen Leuten den Anschlag befohlen hat... Dann werde ich ihn verhaften. Aber nicht über Schuld oder Unschuld richten. Also, ich halte es für gesichert, dass sie im Vollbesitz ihrer Fähigkeiten sind. Ich sage dem Direktor, dass ich sie offiziell für den operativen Dienst freigebe. Das ist aber lieb von dir. Also gut, dann gehe ich jetzt wieder an die Arbeit, Doc. Man sieht sich. Jetzt bringen wir sie um, um sie vom Gegenteil zu beweisen. Überzeugen. Du hast also gedacht, wir werden Herr unserer Sinne? Forensik. Da ist Smiley Fletcher. Toller Name. Hey, wie läuft's? Haben Sie den Ja. Ja, er ist hier. Oh, Sie sind mein Retter, Adam. Miller war extrem schlecht gelaunt, als er ging. Ich will ihm keinen Grund geben, mich anzuscheißen. Schon ekelig. Wohin denn? Hab nicht gefragt, er hat auch nichts gesagt. Hat die Stadtpolizei Ärger gemacht? Wie Sie sagten, die haben zuerst geschossen. Ich habe mich drum gekümmert. Oh, okay. Gut. Sie hatten es verdient. Also, was zeigt das Ganze? Der? Keine Ahnung. Was? Sie sagten, Sie hätten etwas gefunden, etwas Großes. Ich habe nicht gesagt, dass ich weiß, was es ist. Ich sagte, es könnte völlig neue Perspektiven eröffnen. Ich glaube nicht, dass es die Ark war. Ich glaube, was mir die Beweise erzählen. Wir haben hier alle Antworten, die wir brauchen. Von der chemischen Zusammensetzung des Sprengsatzes bis zum Material der Kleidung der Opfer. Ganz sicher. Okay, und wann werden wir alle sicher sein? Es wird Stunden dauern, alle Daten zu sichern. Und ich treffe später Sonja, um mich für eventuelle Probleme mit der Staatspolizei zu entschuldigen. Und andere Fälle habe ich auch noch, Adam. Ich melde mich. Warum bist du so nervös, Mann? Hör auf zu zucken. Tun Sie das. Ganz ruhig. Wir sind ein absoluter Vollidiot, Smiley Fletcher. Na egal. Wie sieht es unser nächstes Ziel aus? Ach ja, genau, Wege in der Limb-Klinik aufsuchen. Habe ich da eigentlich noch keine? Ja. Wenig Nebenmissionen auf. Wir rattern einfach alles so runter, spielen das Spiel zu 100% durch. Amazing. Ab nach oben. Ja, oh mein hey, Gott. Hast du etwa an einem Kontrollpunkt aufgehalten? Ich warte immer noch, um dir die Datei vorzuspielen. Tut mir leid, Alex, ich komme so schnell wie möglich. Aber bitte bevor es dunkel wird. Deine Nachbarn sind gruselig. Tut mir leid, dieser Ort weckt Erinnerungen. Ich muss rotieren, ich muss einfach rotieren. Wow, Adam Jensen, ich bin so cool. Wow, und wir sind oben. Was für ein flashiger Aufzugfahrt. Regnet's? Nein. Die Straße ist einfach dauerfeucht. Aber kein Wunder, wenn ich darüber flaniere. Macho-Sprüche. Da hat sich auch jemand gefreut, mich zu sehen. Oh, na? Du geiler Opti. Nein. Ah! Sind die Details in diesem Spiel nicht wundervoll? Hey, freut mich, dass du es geschafft hast. Gab's Nein. Ich bin 15 Sekunden nur gelaufen, aber hier. Ich auch.
Manchmal hasse ich diese Stadt. Früher waren Menschen wie wir willkommen. Optis wurden umworben, damit sie herziehen. Diese Klinik wurde gebaut, weil Prag in uns die Zukunft gesehen hat. Sieh sie dir jetzt an. Die Zeiten ändern sich, Alex. Das weiß ich, glaub mir. Hab sogar Narben als Beweis. Hör auf zu heulen. Wir arbeiten jetzt seit einigen Monaten zusammen. Ich weiß so gut wie nichts über dich. Was denn? Muss ich jetzt Geheimnisse verraten? Nur die Guten. Wie bist du zum Kollektiv gekommen? Sie haben mir aus der Klemme geholfen. Vor dem Zwischenfall. Ich habe für Bell Tower VIPs in Panama rumgeflogen und bin dabei auf was Großes gestoßen. Sehr wichtige Leute wollten, dass niemand davon erfährt. Also sollte Bell Tower mich töten. Ist auch schon böse. Ein Freund von James. Jemand aus dem Kollektiv, der auch für Bell Tower gearbeitet hatte. Niemand legt sich mit diesen Leuten an, Adam. Nicht allein. Das habe ich auf die harte Tour gelernt. Warum nach Prag? Das Kollektiv hätte dich überall hinschicken können, Alex. Warum nach Prag? Warum nicht? Musst du wirklich fragen? Seit dem Zwischenfall zerstören Paranoia und Rassismus diese Stadt. Die ganze Welt sieht zu, wie Prag mit seinem Opti-Problem umgeht. Mir war nicht klar, dass das gesamte Kollektiv pro Opti ist. Nicht jeder. Aber wir wissen alle, dass unsere wahren Feinde das Chaos brauchen, um zu operieren. Man muss die richtigen Strippen ziehen und Prag hat davon jede Menge. Du hast gesagt, jetzt spielt es mir endlich vor. Ja, hör dir das an. Eine Vorwarnung wäre nett gewesen. Der Auftrag in Dubai war meine Entscheidung, aber jetzt läuft alles nach Vorschrift. Ziel ist die Ark. Soll ich denen das alles anhängen? Die Anschläge in Prag? Den Einbruch bei Versalife? Und Dubai? Offiziell waren jedes Mal augmentierte Terroristen beteiligt. Ist das klar? Jawohl, Sir. Aber ich will die Berichte, wenn ich das beweisen soll. Die ARC operiert nämlich nicht in Nordamerika. Es geht gegen die ARC, Adam. Sie haben dich in den Hinterhalt in Dubai geschickt und jetzt soll die Augmented Rights Coalition an allem schuld sein. Ich hab dir gesagt, Miller steckt mit drin. Für mich hört sich das an, als ob Miller Befehle befolgt und darüber nicht glücklich ist. Okay, mag sein. Vielleicht ist er nur ein Handlanger. Aber das gilt nicht für seinen Gesprächspartner. Sein Boss, Joseph Manderley. Direktor der weltweiten TF-29-Operationen. Einzige Person über ihm bei Interpol ist der Generalsekretär. Wir müssen klug vorgehen und genau über alles nachdenken, Alex. Wie war das mit Versalife? Du meinst den Einbruch, den es nie gab? Das habe ich auch direkt nach der Entschlüsselung untersucht. Die Story wird spannend. Wie gesagt, Mann, der Einbruch, der nie passiert ist. Versalife ist einer der größten Pharmakonzerne des Planeten. Der einzige, der immer noch Neurocuzin herstellt. Ein Einbruch wäre eine Riesenschlagzeile. Warum behaupten Sie es dann? Versalife stellt nicht nur Neurocuzin her. Sie haben eine riesige Abteilung für Forschung und Entwicklung. Ja, und? Was hat das mit der ARC zu tun? Warum ihr einen Einbruch anhängen? Wenn es nach Terroristen aussehen soll, hängt es davon ab, was angeblich gestohlen wurde. Mal sehen, was das Kollektiv rauskriegt. Wenn es eine Verschwörung ist, haben wir mit dem Einbruch einen Ansatzpunkt. Was wirst du jetzt machen? Ich schließe meine Ermittlungen ab und finde den wahren Bombenleger. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich dich auch. Viel Glück, Adam. Ich kann sich also die ganze Zeit unsichtbar machen, wenn wir das nur für 20 Sekunden schaffen. Gehen wir immer noch nach Golem City? Wurde auch Zeit. Wir treffen uns am Kopetzky-Puppengeschäft. In Daphne Otwood. Ich warte im Hinterhof. Verstanden. Und schon wieder ein neuer Code. Ja, das lesen wir wie immer irgendwann mal später. Dann mache ich irgendwann mal einen Teil hier vom Let's Play, wo wir nur lesen. Die ganzen PDAs, die ganzen E-Books, das wird bestimmt total witzig. Aha, so ein alter Puppenladen. Das ist natürlich irgendwie auch creepy und cooles Setting gleichermaßen.
Ein altes Flugzeug. Komm, wahrscheinlich da wohl jetzt ein Stockwerk tiefer. Ja, das war klar. Hör zu, ich muss gehen. Ich melde mich später. Probleme? Nichts, womit ich nicht klarkomme. Wir warten nur noch auf Chicane. Erzählen Sie mir von der neuen Spur, die Intellicam-Aufnahme. Die Staatspolizei hat sie heute Morgen schwer beschädigt abgeliefert. Aber Cheng hat gezaubert und ein paar Bilder wiederhergestellt. Ein Opti im gelben Hoodie lässt Taschen an den Detonationsstellen der Bomben fallen. Gibt's eine Gesichtserkennung? Identifikation? Nein, natürlich nicht. Das Gesicht ist nicht erkennbar. Aber die Taschen sehen aus wie die, die Talos Rucker und seine Helfer im Utolek-Komplex benutzen. Mal was Neues. Drei Anschläge in Prag in 6 Monaten. Alle, nachdem der Anführer der ARC in dieses Ghetto gezogen ist. Rucker muss sich zu diesen Anschlägen äußern. Da kommt Chicane. So, fliegen wir jetzt also nach Golem City, oder wie heißt das jetzt? Oh, okay, das ist also Chicane. Nicht zu spät? Oder sie zu früh? Sie kommen genau rechtzeitig. Agent Jensen hat gerade zugestimmt, Drucker herzubringen. Ach ja. Rein, abgreifen, raus. Sollte kein Problem sein. Dann haben wir ihn schon für schuldig erklärt. Wir wollen nur mit ihm reden, zu unseren Bedingungen und ohne, dass er von Fanatikern umringt ist. Golem an sich ist nicht das Problem. Zu Rucker zu gelangen, das Ark-Gebiet ist schwer bewacht. Da kommt darum machen wir es, weil wir absolute Niemanden sind. Sie kann nicht. Rucker ist nicht zwangsweise in Golem City. Er hat sich angekauft. Es war Erpressung. Er hat gedroht, Beweise für Menschenrechtsverletzungen vorzulegen, die der UN-Sicherheitsrat unter den Teppich gekehrt hatte. Die tschechische Regierung war gezwungen, ihm einen Teil des Utolek-Komplexes zu übergeben. Eine Immobilie als Schweigegeld sozusagen. Er hält sich bedeckt und garantiert Sicherheit für sich und seine Anhänger. Clever. Wie komme ich rein? Ich habe einen Deal mit einem ARC-Anwärter namens Tibor Sokol. Wir holen seine Familie aus dem Komplex raus, wenn er sie an den ARC-Kontrollen vorbeibringt. Trauen Sie ihm? Wir müssen. Es ist unsere einzige Chance. Sokol trifft sie in einem Apartment im Wohnviertel. Nummer 237. Fragen? Wie heißt du? Ach, verstanden. Das interessiert mich jetzt nicht. Bringen wir es hinter uns. Melden Sie sich, wenn Sie Rucker haben. Verdammt, Jensen. Wenn ich Sie ansehe, kann ich kaum fassen, wie viele Klunker Sie haben. Sind Sie eigentlich zufrieden mit der Schwarzmarkt-Scheiße? Sehr sogar. Sie sollten auch darüber nachdenken. So wie Sie hinken. Nein, ich mag mein Hinkebein. Ich bleib ehrlich. Können wir? Ja klar, komm, ziehen wir es durch. Los geht's! Dann wisst ihr ja schon, was ihr am nächsten Tag zu erwarten habt. Deus Ex Open World Spiel. Komplett frei zu bewegen in einer riesigen Welt, das ist immer ganz geil. Dr. Rucker, der Anführer der ARC, hat den Anschlag zwar scharf verurteilt, aber gut informierte Quellen behaupten, dass Rucker und die ARC selbst für den Anschlag verantwortlich waren. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber angesichts des bevorstehenden Warnrestriktionsvotums... Interessantes Vorbereitungsritual haben Sie da. Sind Sie bereit, ihn zu erledigen? Ich habe den Befehl zu töten. Tatsächlich? Hätte gedacht, er hat es sich verdient, alles zu eliminieren. Endlich raus aus Prag. Außerhalb von Prag. Wie weit ist das noch? Nähern uns jetzt dem Ziel.
Viele Landeplätze gibt's da nicht. Irgendeinen Wunsch? Fliegen Sie so weit runter wie möglich. Den Rest mache ich. Was immer Sie sagen, Boss. Ultralux-Komplex. Oh, der ist aber relativ groß. Oh, very nice. Sehr einladend. Jensen, sind alle Ihre Teile noch da, wo Sie hingehören? Alles okay. Wie nah haben Sie mich zur Position unseres Kontakts gebracht? Wohneinheit 237. Nicht vor seiner Haustür, Jensen. Der Wohnsektor liegt direkt vor Ihnen. Ich gehe jetzt auf Autopilot und trinke einen Kaffee. Sagen Sie mir Bescheid, wenn es interessant wird. Ich raube jetzt erstmal einen Obdachlosen aus. Ja, okay, wir sind jetzt hier im Vorort von Prag. So, noch gleich mal schauen, was hier so abgeht. Dr. Martina Onizima. Und mit der sprechen wir im nächsten Teil. Danke für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht auf einen Daumen hoch bzw. auf ein Like zu klicken oder ein Abo zu geben. Macht's gut.